Ach, ich muss es sagen. Ich dachte, du sagst jetzt noch was. Ich wollte verhässlich. Okay. Okay. Soll ich jetzt schon oder willst du nochmal neu anfangen? Du, das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Wir haben ja, gerade Geheimnisse gegenüber unserer Community. Okay, alles klar. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video von Red Black. Mal sehen, wie es wird, ja. Perfekte Ansage, würde ich sagen. Wer ist denn alles dabei? Also, dabei ist einmal natürlich Red Black, Boost Wars und Lordes. Ja, moinsen! Moin! Servus! Oh. Ja, ich sag mal so, Übung macht den Meister. Richtig. Natürlich. Und für alle, die es nicht wissen, Boost wird ganz einfach geschrieben, G-O-T-T. Boost Wars, Alter, Boost Wars. Wenn ihr wissen wollt, wer es war, der Boost war's. Ja, Sharky, du bist natürlich neu dabei. Du hast ihn natürlich auch Ring of Elysium geholt. Wie findest du es? Erzähl mal. Also, du hast auch PUBG gespielt. Klar, man kann die zwei Spiele nicht vergleichen, aber so in 3-4 Worten, erzähl mal, wie geil du das Spiel findest. Ich finde es eine gute Alternative zu den ganzen Battle Royale-Spielen, die es im Moment gibt. Also, ich habe ja auch früher Fortnite gespielt, da werden mich jetzt vielleicht mehrere verhassen. Aber ich finde, es ist zum einen ist es geil, dass es free to play ist. Und ich finde, es ist auch freundlich, also anwenderfreundlich, sage ich mal, als PUBG ja schon teilweise. Ich sag zu Fortnite immer Kinderschlachten. Ja, da eben. Spielen so viele kleine Kinder immer, weil das halt sehr stark comic-lastig gehalten ist, ne? Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Ich finde Fortnite cool, spiele ich es ja trotzdem nicht. Ja, ich würde sagen, ne? Bam, Junge. Wir wissen schon, wo wir hinwollen, wa? Wir wissen schon, wo wir hinwollen. Chewbacca finde ich ganz geil, aber Herr der Ringe gucke ich nicht. Ja, Chewbacca finde ich ganz cool, aber ich finde Herr der Ringe sonst nicht so geil. Aber das verstehe genau, auch nicht, wer dieser Hagwarts ist, Alter, das ist so ein Typ, ne? Das ist genauso wie Dobby und Gollum, die verwechsel ich auch immer. ihr müsst mal versuchen, jetzt wenn wir die Karte sehen, ne, die Maus so schnell zu bewegen, dass ihr alle Kästchen gleichzeitig erwischt. Das geht nicht. Das geht auch nicht, Alter. Oh nein! Ja, du bist ein Held. Oh nein! Du sollst ja auch nicht klicken, ne? Ja, ich hab's versucht, Digga. Ist egal, ich schaff's trotzdem. Ja, klar, das, hey, Red, das war wie vorhin, ne? Das war wie vorhin, Digga. Ja, irgendwie schon, ne? Ich muss mich umdrehen, ich muss in die Richtung. Gehst du auf den Turm? Nein. Nee, ich nicht. Ich bin andersweitig beschäftigt gerade. Was denn? Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Nein, das landet auch, da gehe ich ganz woanders hin. Sorry. Sorry for that. Sorry, dass ich hier gelandet bin. Aber das ist ganz gut so, weil, ja, ich bin alleine. Ich kann looten wie ein Geier und werde nicht wieder von Red alles, wie ihr das in den letzten Folgen mitbekommen habt, liebe Freunde, hat der Red mir mal alles vor der Nase weggeschnappt. Das sind nur Gerüchte. Also nein, ganz ehrlich. Er hat vor den Staubsauger-Mod. Nein, on, du hast doch kann überhaupt keine bestätigen. Beweise. Ja, guckt euch die Aufnahmen an. Guckt euch die Aufnahmen an, Freunde, dann werdet ihr das sehen. Alles nur. Ja? Das sei gar nichts. Nein, ja, siehst du? Wer nix sagt, lügt automatisch, Alter. Das ist so. Danke, Sharky, dass du mich da so. Ja, ich wollte gerade. Ja, ich kenne das selber, also. Was? Ja. Was? Wisst ihr was? Ich hab eine Zweierweste. So. Ja, das glaubt, warum ich gerade nicht mit dir auf den Turm gegangen bin, weil ich wusste, dass ich eh nichts abkriege. Red, du weißt schon, was wir neulich gesagt haben, ne? Was denn? Naja, Leute, die Zweierwesten und zwei Helme brauchen, sind trotzdem die Noobs und verlieren. War mir so, als hätten wir. Oh, habe ich hier eine M4 gefunden? Wem die wohl gefallen könnte? Auf jeden Fall nicht mir. Nein! Alter, ein, zwei, drei Medibags und eine große Tasche. Ich bin zwei Vierer-Scopes. Digga, was geht hier ab? Ich hab ne G28 gefunden. Ich piss. Surprise, Motherfucker.
So, sind wir jetzt fertig? Voll die Kiddies hier, ey. Voll die Kiddies hier, Sander. Ich hab das und du nicht. Nee. Dein Furz stinkt mehr wie meiner. Tut er gar nicht. Tut er wohl. Wohl. Alter, oh, hier ist ja noch eine Amp hier. Ja. Hör doch mal auf, einfach die alten Folgen anzuschauen. Spiel doch mal ein bisschen. Also ich, liebe Freunde, damit ihr das wisst und damit ihr mal hört, was für ein netter Typ ich bin, ich wäre bereit, eine M4 an meinen lieben Freund Red abzudrücken, wenn er bis dahin nicht eine gefunden hat. Schleimer. Das hat doch mit Schleim überhaupt nichts zu tun. Überhaupt mal gar nicht, nicht. Gar nicht, nicht, doch. Gar nicht, nicht, nicht. Boah, ich laufe hier durch die Gegend, ey. Finde einfach nix für die Sniper. Ja, kenne ich. Oh, ich hab so, hättest du was gesagt, hätte ich hier was mitgebracht für die Sniper, aber gut. Wer schmeißt immer mit Rauchgranaten durch die Gegend? Ich weiß es auch oh nicht. Oh mein Gott, ich hab einen Remington. Ja, ihr müsst zu mir kommen, 700. Freunde. Ja, und wenn wir nicht wollen? Ja, dann lasst es bleiben. Hattest du da wirklich 2 Vierer-Scopes? Ja. Kannst du mir davon eins mitnehmen? Ja. Das ist freundlich. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns das Auto nehmen, oder? Wir sind am schnellsten da, oder? Nö. Aber ist das nicht nur ein Zweisitzer? Anscheinend. Ja, reicht ja für uns beide. Oh. Reicht ja für uns beide. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber man, ich dachte, Red sitzt mir hier drin. Ich denke, ja, Leute, es reicht ja für uns beide. Tschüss, Red. Ja, nee. Tschüss. Ah, Leute, das ist echt assig. Hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Das reicht ja für uns beide. Er wollte dich einfach liegen lassen. Er wollte dich einfach stehen lassen. Wie so eine. Komm her, ich fahr im Standgas. Ich laufe. Nee, wir fliegen am besten, ne? Hier bin ich. Ja, das ist super geil. Ja, moin. Ja, wir nehmen die Gondel. Lass mal alle drei die Gondel nehmen. Gegen die Wand geflogen. Hat jemand ein Magazin für die Sniper? Nö, ne? Nee, ich habe jetzt aber auch eine MK12. Ich hätte auch noch einen Red Dot mit, einen Red Dot. Nee, 2 Red Dots hätte ich abzugeben. Schnell, Jungs! Nee, ich schaff den nicht mehr. Nein! Oh. Was hast du für eine Leggings an, Alter? Ich hab eine Leggings? Alter! Sexy, oder? Ein richtiger Italiener, ey. Oh, du sexy, Mann. E-Beams! E-Beams! Oh. Alter, und ein 8er Scope habe ich auch noch, Alter. Leck mir doch die Bohne fett, Junge. Also, das kann eigentlich nur eine beschissene Runde werden, wenn ich so viele Sachen finde. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Echt, das ist so, Freunde, freut euch nicht zu sehr. Wenn ihr beim Looten so einen geilen Scheiß findet, Alter, dann sterbt ihr meistens so oder so, Alter. Aber das stimmt. Das ist mir selber passiert, das ist dir in 2 Runden passiert, wo du die Sniper hattest, ein 8er-Visier und bist als erstes gestorben. 8er-Visier, Silencer, alles gehabt, Alter. Ja, alles sofort noch für dich gefunden. Stimmt. Genau. Alter. Alles gefunden und zack, bumm, war er weg vom Fenster. Alter. Das ging so scheiße schnell, so konnte, da konnte ich nicht mal. Ich konnte noch nicht mal fick die Ziege sagen und da war ich schon tot. Junge. Ja, schöner Gondel. Hat jemand Glühwein dabei? Wir müssen vor allem nach links, ne? Wir müssen hier gleich aussteigen und dann nach links fliegen. Ich wollte gerade sagen. Ach, kennst du diese Leute, die immer Squatch spielen und dann immer alleine rumlaufen? Ganz ehrlich. Hatten wir nicht in der letzten Runde uns darüber beschwert?
Ja, warum, ne? Wie hatten wir sie nochmal genannt? Oh, scheiße. Na? Da hast du wohl immer vergessen. Das hab ich jetzt, weiß ich nicht, was du meinst, Alter. Lass mal da hin, Leute. Da bist du jetzt hin, Alter. Ach, da links von mir. Boah, wir gehen direkt zum Boost Wars. Ja. Boosty! Komm zu mir, bei mir gibt's Sachen. We are coming, Boosty. Bei mir gibt's Sachen. Obwohl, wenn ich einen sehe, dann knall ich hier weg. Hast du denn schon eine M4, Digga? Nein. Ich hab aber eine G28. Dann kriegst du die M4 von mir, wenn du möchtest. Wie nett. Nett. Die lege ich auch schon. Hast du dafür Munition 556er? Nope. Dann lege ich dir da auch noch was bei. Da, Dreier Squad kommt zu Hilfe. Da. So, komm nach oben, meine Friends. Ich glaube, das passt eher zu Chip und Chap und sowas. Richtig. Chip und Chap. So, Red, hier liegt die M4 mit Muni. So, du wolltest ein Vierer-Scope? Ja, oder ist ab dabei? Ich glaube, das wird nicht ergeben. Zack, Vierer. Danke. Hier sind noch zwei Red Dots. Er hat ihm jetzt das Vierer abgesehen. Sorry, ich wollte den Red Dot nehmen. Weißt du, da ist er wieder, der Red. Wenn du zu langsam bist, dann ist es weg. Siehst du, sag ich ja. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ich bin der Looter King. Schalalalala. So, wir können gerne nochmal in die Stadt runter, wenn ihr wollt. Ich habe zwar schon einiges da abgelootet, aber noch nicht alles. Moment mal, stopp. Die Pistole habe ich nicht hingelegt hier. Ja, ich auch nicht. Wer war denn das? Ich auch nicht. Jetzt gucken wir alle drauf. Wer kann das? Wer war denn das? Bogengranate. Granate. Ja, Granate, das kennen wir irgendwoher, ne, Red? Ja, leider. Oh, geil, den Airdrop, Alter. Kannst du ruhig rein, das ist nicht so schlimm. Den schaffst du noch, bevor du gefickt wirst. Oh, habt ihr gerade Schüsse gehört? Ja. Nein. Doch. Aber der Typ ist alleine und hat Schiss. Ja, da fliegt er! Da! Ja! Ist der da hinterm Auto? Ja! Da ist er! Oh, da oben ist auch noch einer! Da! Der ist auch auf dem Schwung! Hier drüber im Haus auch noch! Ja! Alter. Oh, was, Alter? Ich hab ihn direkt in die Fresse geschossen! Ja, ich auch! Ja, aber wie kann er denn euch beide eliminieren? Das ist doch Bullshit, Alter. Kann er erzählen, was er will? Lukas, komm mal schnell her hier. What the fuck? Komm schnell her hier. Echt jetzt? Okay. Er hat mich gefilmt. Ich hab's euch gesagt, Freunde der Nacht. Ich hab's euch gesagt. Ich hatte so ein geiles Setup, ne? Hat noch für ganze Leute hier so viel Scheiße gesammelt, Alter. Und aber, dann. Aber jetzt habe ich mal die Frage. Wieso hörst du dann einfach auf? Hör doch einfach auf, so gutes Loot aufzusammeln. Das geht nicht, das ist doch, ich hab's dir schon mal erklärt, das ist so, als würdest du einen verfickten Lamborghini besitzen, Alter, und würdest den in eine Garage parken. Oder mit 500 Euro vom Puff stehen, Bock zu Vögeln, aber nicht reingehen, weißt du, das ist genauso. Was? Na gut, tut mir natürlich leid für diese Folge, ist sehr kurz, aber jetzt nochmal eine zweite ranzuhängen, das wird nicht funktionieren, deswegen bleiben wir einfach nur bei 14 Minuten. Yes. Die Folge war so gut wie meine Ansagen. Das, ja, ist halt so, ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ist halt richtig. So, kann man nicht ändern. Damit müssen wir leben. Also, nächstes Mal machen wir es besser. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Cheerio.